Herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Bibi und Tina, das geheimnisvolle Tagebuch. Re-Up. BZW eine Art Re-Up. Denn durch komische Zwischenfälle und mysteriöse Sachen habe ich angeblich 3 Folgen weltweit gesperrt von diesem Let's Play. Die zweite, die dritte, die vierte. Denn es enthält visueller Content. Audiovisueller Content. Von irgendwas. Ich habe schon mit dem sozusagen Publisher geschrieben. Aber gut. Ich habe jetzt... Das ist ja auch egal, aber ich habe jetzt ich habe diese Folgen nicht mehr. Ich habe das gelöscht, da ich schon über 2 Monate, 3 Monate oben habe oder hatte und nichts war und auf einmal pam in your face sozusagen. Und ja, jetzt könnte ich es auf YouTube aufnehmen, also mein eigenes Video wieder aufnehmen, dann nochmal neu hochladen oder so. Aber nein. Gut, deswegen spiele ich sie jetzt sozusagen nochmal. Es könnte sein, dass ich einige Sachen doppelt spiele, weil ich weiß jetzt nicht mehr unbedingt, was ich bei der ersten, bei der zweiten, bei der dritten Folge hatte oder nicht. Aber jetzt geht's erstmal los hier. Ich lasse die mal ihre schönen Seiten vorlesen. Tschüss. Gretel ist großartig. Sie hat kein einziges Mal schlapp gemacht. Wir sind ein gutes Stück dem Reitweg gefolgt, der an der Eisenbahnstrecke entlang nach Westen führt. Gretel mochte die vorbeifahrenden Züge nicht. Als auch noch ein Tunnel in Sicht kam, bin ich mit ihr nach Süden ausgewichen. Das Gelände dort ist sehr hügelig. Gretel bewältigte den Hindernislauf mit Bravour. Für andere Pferde wäre das Gelände sicher eine Herausforderung. Gretel war hinterher nur etwas verschwitzt. Ich bin so stolz auf sie. Schade nur, dass ich noch immer kein geeignetes Versteck gefunden habe. So ein Hindernisritt in freier Natur muss spannend sein. Sabrina ist zwar kein Springpferd, aber Franziskas Gretel war ja auch keins. Vor der Eisenbahn hätte Sabrina genauso Angst. Ich habe inmitten einer Blumenwiese Picknick gemacht, in die Wolken geschaut und dem Murmeln des Mühlbachs gelauscht. Einmal bin ich kurz aufgeschreckt. Eine Taube flatterte durch die Dachluke des alten, verlassenen Hauses am Wasser. Es wird nicht mehr lange stehen, falls niemand es richtet. Sonst hätte ich hier meinen kleinen Schatz verstecken können. Das Haus sah allerdings baufällig aus. Als ich mein Pflaumenmusbrot weiteressen wollte, entdeckte ich ein paar ungebetene Gäste. Ameisen. Erst fand ich es schrecklich. Aber dann konnte ich sie mit etwas Naschwerk ablenken und sie ließen uns in Ruhe. Und was lernen wir daraus, Bibi? Ameisen und Picknick gehören immer zusammen. Genau. Wir haben einen weiten Bogen machen müssen, wo im nächsten Monat die Arbeiten für einen Steinbruch beginnen, laut Papa. Als wir erneut auf den Mühlbach stießen, gab es für Gretel frisches Gras und Wasser in Hülle und Fülle. Aber nicht nur das, ich habe mein kleines Zelt aufgebaut. Ich merke, dass es schwül wird. Langsam sollten wir an die Heimkehr denken. Ich will nicht in ein Gewitter geraten. Dann würde der Bach im Nu ansteigen. Dabei habe ich vor, auf Gretel stromaufwärts zu reiten. Gerade kommt mir der Gedanke, mein Kleinod in das Astloch eines Baumes zu legen. Aber was ist, wenn es zuwächst oder der Baum einmal größer wird als ich? Ich lasse es lieber sein. Wenn Franziska ihr Schmuckstück versteckt hat, dann wohl irgendwo entlang des Mühlbachs. Eine Wanderung im Bach klingt gut. Wenn man mit Erwachsenen einen Wanderritt unternimmt, können sie ein Lagerfeuer machen. Stimmt,
Dann gibt es leckeres Stockbrot. Oh, was ist denn hier passiert? Ach du dicker Klecks, da ist Tinte ausgelaufen. Oh, schade. Jetzt wissen wir gar nicht, was dort geschrieben steht. Wenigstens lässt sich noch entziffern, was Franziska vor dem Klecks geschrieben hat. Nach meiner etwas abenteuerlichen Wanderung stromaufwärts habe ich den Mühlbach links liegen lassen. Am steilen, steinigen Ufer kam die Sonne hinter einer großen Sommerwolke hervor. Ich habe Gretel eine Ruhepause gegönnt und mich auf einen alten Kilometerstein gesetzt. Der war schon recht wackelig, aber naja. Ach, was für ein schöner Ausflug. Ich denke gerne daran zurück. Vor allem, weil ich hier ein gutes Versteck für... Tja, und da ist dann der Fleck. Um was ging es, Franziska, nur? Was hat sie versteckt? Ob es noch immer dort liegt? Das ist ja vor vielen Jahren geschehen. Mir kommt gerade eine unglaubliche Idee. Suchen wir nicht ein paar schöne Ausflugsziele? Was könnte spannender sein, als es Franziska nachzumachen? Oh ja! Dann finden wir nebenbei bestimmt heraus, wo Franziska etwas versteckt hat und was es ist. Also ich bin dabei. Das wird sicher aufregend. Wir können aufbrechen, Bibi. Ich bin schon richtig aufgeregt. Mit dem Rucksack wechseln wir uns doch ab, oder? Na klar. Mal trage ich ihn und mal du. Jetzt müssen wir uns bloß noch entscheiden, wohin wir als erstes reiten wollen. Und wenn wir etwas Tolles erlebt haben, schreiben wir das ins Tagebuch hinein. Es ist noch viel Platz da. So, und dann geht's auch schon weiter nach der super spannenden Geschichte. Ja gut, es geht, ich weiß, es zieht sich lange und so hin und her, aber wenn man das hinter sich hat, dann geht die Action so richtig ab, so richtig. Ja, warum ich das nochmal neu aufnehme und nicht bei YouTube aufnehme, da gibt's auch den Grund. Da war ich noch jung, klein und naiv, bin ich jetzt immer noch, aber jetzt nicht mehr so, also jetzt sogar noch stärker als früher, deswegen nehme ich es nochmal neu auf, versteht sich. So, dann drücke ich einfach mal da unten drauf und... Klickst du hier, dann siehst du eine Karte der Umgebung vom Martinshof. Mit ihrer Hilfe kannst du entscheiden, wohin Bibi und Tina reiten sollen. Ja, okay, gut, dann mach ich diesmal. Hier sehen wir die Umgebung vom Martinshof. Damals war er ein reiner Bauernhof. Ja, aber einen Stall gab es schon. Und was machen die Motorräder da? Keine Ahnung. Wir fahren jetzt reiten. Das muss Franziskas reiten. Lagerstelle am Mühlbach gewesen sein. Erstmal zu diesem Mühlbach, würde ich mal so vermuten. Ein schöner Mensch. Guck mal, der Bach. Warum führt er auf einmal so viel Wasser? Der Bach hat viele Zuläufe, kleinere Bäche, die in ihn hineinfließen. Durch das Unwetter neulich hat sich viel Regenwasser angesammelt. Das braucht seine Zeit, um abzufließen. Können wir im Mühlbach durch die Strömung reiten? Das dürfen wir den Pferden nicht zumuten. Lass uns damit warten, bis sich der Bach beruhigt hat. Na, bis dahin gibt es noch viel zu entdecken. So, okay, dann sind wir jetzt an diesem schönen kleinen Bächlein, das ja zurzeit überfüllt ist. Oh. Was denn, wenn ich da drauf drücke? Mal schauen. Nein! In einem reißenden Bach zu reiten ist lebensgefährlich. Aha. Für wen? Für die Tiere oder für die Menschen? Oder für beide? Hier unten blinkt noch der Cursor, wenn es ein wenig ruckelt oder so. Das liegt nicht am PC, das liegt an dem älteren Spiel. Das hat ja... Wann wurde es erstellt? 2003. Jetzt schon fast 10 Jahre auf dem Buckel. Also, hallo. Was darf es? Drück ich mal hier unten. Eine Ladesequenz? Ich hoffe, wir haben alles zum Zelten dabei. Ja, hoffe ich auch. Legen wir los. Zelten ist immer schön.
Vor allem mit guten Freunden. Vor allem, wenn man da. Dann wollen wir mal das Zubehör für unser Zelt herausholen. Die Zeltplane hätten wir. Gib doch mal bitte die Zeltstangen, die Schnüre, die Heringe und die Isomatten. Ich? Ich dachte, du hättest sie eingepackt, Bibi. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Komm, wir sehen uns um. Ich sehe Äste, Schilfrohr und Schilfgras. Mal sehen, was uns dazu einfällt. Ich finde einfach. Tja, es wäre natürlich besser, wir hätten ein Gestänge, wo die Plane drüber kommt. Ich finde einfach die Malu. Ja, die Melodie. Die Melodie. Melodie. Schön. Ich weiß natürlich noch auf jeden Fall, wie das geht, aber ich werde ja jetzt. Aber es braucht noch Halt. Ob das so hält? Ich werde es natürlich so machen. Da ist es. Leider nicht. Also ich werde jetzt natürlich so machen, wie wenn ich es nicht mehr weiß. Bist du dir sicher? Wissen würde. Ich weiß natürlich noch, ich weiß noch, was ich vor so einem Monat oder so hier in diesem Spiel gemacht habe. Aber es braucht noch Halt. Ja, aber woher kommt eigentlich... Das stimmt nicht. Woher kommt... Sehr schön. Ah, jetzt das Ding da oben drauf, oder? Dieses menschliche Gerippe. Sieht aber irgendwie krumm aus. Und was machen wir nun mit dem Schilfrohr? Das sieht eher aus wie so ein langer Zeigefinger von so einem Drachenviech. Nein. Da drauflegen. Danke, Tina. Nein, das ist der falsche Platz. Das war leider nichts. Ja, das soll doch da drüber als Hilfestellungsding. Hier hat das nichts zu suchen. Vielleicht müssen die auch erstmal auf ihre Punkte. Daneben. Ich weiß es nicht. Klasse! Ja. Und jetzt? Oh! Jetzt weiß ich wieder, wie das ging. Och, du meine Güte. Ich weiß noch. Das durfte halten. Bei meinem ersten Versuch. Spitze! Dieses das so Rätsel. Ja, zu es lösen. Habe ich so eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde. Ein Part. Jetzt also sieht es schon fast wie ein Zelt verbraucht, aus. Um das. Abwarten. Zu lösen. Es muss noch die Zeltplane drüber. Ja, so nicht. So. Na also! Das Zelt war so zwar nicht geplant, aber Hauptsache es steht. Wir werden den Ort so hinterlassen, wie wir ihn vorgefunden haben. Also das Zelt wieder abbrechen. So, sozusagen. Wie kann ich das wieder wegmachen? Ich weiß es nicht. Nein! In einem reißenden Bach zu reiten ist lebensgefährlich. Warum ist es denn so kalt hier? Hat doch die Heizung hoch. Weil es draußen schneit. Cool. Es schneit, kommt er los. Die Welt sieht wie gepudert aus. Juhu! Okay, dann geht's jetzt mal weiter. Dort. Ich weiß es nicht. Oh, da ist auch noch was. Wir sind hier. Gehen wir am besten dahin, oder? Laden Diese Gegend hier ist ja wie geschaffen für einen Hindernislauf. Tschut. Da kann er. Ja, dann geh bitte doch dahin. Gut. Jetzt reiten wir wieder. Auf geht's! Dem Reiten ist schön. Ich
bin noch nie geritten, also kann ich das nicht so ganz gut beurteilen. Aber naja, gut. Oh, da ist ein Zettel. Da ist ein Zettel. Das ist das Gelände, in dem Franziska über Hindernisse geritten ist. Warte! Sei mal still. Ruhig, Sabrina. Die Eisenbahn tut dir nichts. Wir sind ganz weit weg. Und nun? Wagen wir den Hindernisritt? Wir müssen nur den passenden Weg finden. Da steckt etwas in der Felsritze. Du meine Güte! Ist das etwa Franziskas kleiner Schatz? Eine alte Fahrkarte? Wohl kaum. Behalten wir sie doch als Andenken und legen sie in das Tagebuch. Ich glaube, das letzte Mal habe ich die gar nicht gefunden. Aber hier einen schönen Weg. Da ist doch ein schöner Weg, ein schöner Wanderweg für Pferde. Bibi, das Gelände ist ganz schön schwierig. Meinst du, die Hindernisse sind zu hoch für Sabrina? Sie ist kein Springpferd. Du kannst dir ja einen Parcours mit niedrigen Hindernissen vornehmen. Und ich wage mich an die größeren. Hier reite ich voraus und suche für Sabrina leichte Hindernisse aus. Hier reite ich voran und wähle für Amadeus etwas schwierigere Hindernisse. Naja, wir sind ja richtig harte Frau, BZB ich. Deswegen gehen wir natürlich auf den Hardcore. Klickst du hier, wird das Spiel etwas schwerer. Gut, soll dann das Spiel eher doch leicht sein? Dann. Dann reit mal voraus, Bibi. Gut. Ach, ich muss auf. Das ist ja besser als Need for Speed. Gut so. Miau, nie, 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 nie. Und boing. Ich drifte da voll um die Kurven. Ach Mist. Jetzt komm. Voll in den Baum hinein und über den Baumstumpf nicht drüber. Schade. Ich bin ja der Full Pro hier und beim so Reiten. Ich will Erster werden. Bravo! Komm, ich lieg gerade so gerade vorne. Yippie! Und er konzentriert sich. Gut so! Er hat das Hindernis gut überwunden. Und reitet jetzt auf den Wasserkraut. Yippie! Diesen hat er auch überwunden. Und Bravo! Wasser. Sand. Dings hat er auch gut über. Ach, ich weiß nicht, wie es in den Kommentator geht. Gut so! Niau, niau, niau. Ich bin eher so ein Rennfahrer. Wum, 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 brumm, brumm, brumm. So. Niau. Oh, Bäume, Pferde, ja, genau. Ach, geschafft. Ich bin ganz außer Puste. Ich auch. Uiuiui, bin ich außer Puste. Das war doch rekordverdächtig. Puh, mir ist ganz warm. Ja. Oh, sieh doch nur. Wäre mir gerne. Amadeus, ich habe aber Arsch. Ich habe ja abartig. Er wird kalt. Doch nicht krank sein? Wenn er Fieber hat, dann steht müssen wir unseren Wanderritt abbrechen. Lass uns herausfinden, wie es ihm geht. Während ihr euch das gerade mal anhört, schaue ich mal, ob ein Fenster auf ist.